Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Orchestra 2. Heute mal auf dem Server-Begrüßungsbildschirm. Und wie ihr mitbekommen habt, ich bin wieder einigermaßen gesund. Das heißt, ich bin zwar immer noch leicht erkältet, aber ich denke mal, das Ganze erübrigt sich selber in den nächsten Tagen. Von daher wird das mit dem Aufnehmen schon wieder klappen. Ja, heute mal, wie gesagt, auf dem Begrüßungsbildschirm. Hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich nämlich heute Panzer fahren werde. Oh ja, habt ihr richtig gehört. Ich werde heute wieder den Kommandanten im Panzer, in Panzer 4 Ausführung G spielen. Es haben sich ja viele mal gewünscht vor einiger Zeit. Ich glaube, das war noch im Oktober. Und diesen Wunsch werden wir natürlich mit einer kleinen Verspätung natürlich nachgehen. Natürlich wieder mit Bots, weil in Red Orchestra findet man einfach keinen Server mehr, der irgendwie ja, Panzer-Gameplay anbietet. Also finde ich echt traurig. Also ich finde eigentlich, dass die Panzer irgendwie dazugehören müssen. Und da hätten schon der erste russische, da hätten das noch einer. Also ich finde es ein bisschen traurig, dass die ganzen Online-Spieler gar keine Panzer mehr zulassen auf den Servern. Meistens ist es ja so, dass es nur ein Panzer ist. Der meistens nur dann überstark ist, wenn man wirklich keine, ja, keinen richtigen Gegner hat oder wirklich ein gutes Team hat, der im Panzer richtig agiert, also mit, das heißt mit 5 KI-Leuten, nicht mit 5 KI, mit 5 Spielern richtig. Und ja, finde ich traurig, dass das nicht wirklich übernommen wird. Genauso wie so Panzer-Gameplays, die nur mit Panzern vorangehen, gibt es auch nicht wirklich mehr. Weiß ich auch nicht, warum das nicht. Ich kann natürlich an dem Grund liegen, dass es viel zu schwer ist. Also man muss sagen, diese Panzer-Gameplays hier, die sind ziemlich schwer und ziemlich kompliziert. Und ja, steuerungsmäßig ist da nicht. Ist da nämlich viel, nicht mehr viel zu holen. Das ist ganz schön kompliziert gestaltet. Man kann damit ganz komischen Tastenbelegungen die Richtung ändern und so, also. Das könnte vielleicht daran liegen, dass das Ganze ein bisschen komplizierter gestaltet ist als in anderen Spielen. Also wer da an Battlefield denkt oder sowas, der wird hier ein bisschen überfordert sein. Ich muss übrigens mal sagen, aktuell gibt es im Humble Bundle Weekly Sale für umgerechnet 4 Euro das Rising Storm zu kaufen, also das Add-on Rising Storm. Damit hat man ja auch gleichzeitig das vollwertige Multiplayer-Spiel Rising Storm und Red Orchestra 2. Heißt also, wer von euch 4 Dollar, beziehungsweise 6 Dollar sind es ja, aber umgerechnet 4 Euro noch was, wer sich das gerne mal geben möchte, kann sich das ja mal besorgen, das Humble Bundle. Und dann einfach mal demnächst in meiner Steam-Gruppe joinen und einfach da mit in den Spielen mitwirken. Falls jemand einen Bedarf hat, das Spiel zu spielen oder kaufen möchte, der kann das jetzt machen. Ich denke mal 4 Dollar oder 4 Euro umgerechnet sind es ja. Es ist nicht viel. Gerade für, wie viel spielen sind es? Glaube ich 6 oder 7 Stück sind es. Ich glaube neben Rising Storm ist das angepriesene hochgradige Spiel Rock of Ages. Ja, ist so ein, habe ich mal früher gespielt, wo es rauskam. Das ist so eine Art, keine Ahnung, Tower Defense, aber ein bisschen dynamischer gestaltet. Ja, also wer da Bock drauf hat und mitzocken möchte, der kann sich das Ding mal ruhig besorgen. Das ist ein kleiner Durchschuss. Hinten ist noch einer. Das war ein bisschen weiter, das müssen wir hier diesmal die Entfernung berechtigen. Ich würde immer sagen, das sind 200 Meter, ich würde sagen, so sind schon 500, würde ich sagen. Es sind die natürlich eine Bewegung, das ist natürlich ein bisschen schwerer. Ah, zu wenig geschätzt. Sind dann doch vielleicht 700. Feindlicher Panzer zerstört. Wow. Das ist noch ein Glücksschuss. Der ging durch den Turm durch, hinten an die Munitionswanne. Sieht man ganz gut, weil der Panzer gerade rumflackert.
wenn man genau hinguckt und das Ganze mal auf YouTube HD 1080 stellt, hat man auch die Funken gesehen, der Munition. Ja, kurze Runde, schade eigentlich. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einer neuen Runde wieder. Und zwar eigentlich morgen um 14 Uhr. Schaltet wieder ein und nachher nicht vergessen, kommt noch Verdun. Und falls ich es schaffen sollte, auch Arma 3. Mal gucken, wie ich das hinbekomme am Wochenende. Naja, bis später. Macht's gut.